Hallo und herzlich willkommen in unserem nachgebauten Gerichtssaal hier in Kalifornien, wo Michael Jackson der sexuellen Belästigung eines Kindes angeklagt ist. Im Gericht sind Kameras nicht gestattet, daher rekonstruieren wir den Prozess detailgetreu für Sie. Die Szenen werden von Schauspielern nachgestellt, doch die Texte stammen von der Originalmitschrift des Verfahrens. Heute erlebten wir eine Zeugenaussage von Star Arvizo, dem Bruder von Gavin Arvizo. Gavin ist der Junge, den Jackson missbraucht haben soll. Die Anklagevertretung konzentrierte sich heute auf das Leben auf Neverland. Tom Snedden, der Staatsanwalt, fragte ihn, ob die Jungs unbeaufsichtigt auf der Ranch waren. Waren Sie auch mal auf der Ranch, als Aldo nicht da war? Ja. Waren Sie auch mal auf der Ranch, als Herr Jackson und Aldo nicht da waren? Ja. In Bezug auf Ihre Schwester Devlin? Okay. Hat Herr Jackson Ihnen gegenüber Bemerkungen über Devlin gemacht? Er hat uns gesagt, wir sollen ihr nichts erzählen, damit meine Mutter nichts darüber erfährt. Worüber? Was wir gemacht haben. Was meinen Sie damit? Was haben Sie gemacht, als Herr Jackson Ihnen das gesagt hat? Ich habe getrunken. Haben Sie zwischen Ihrer Ankunft aus Miami und Ihrem endgültigen Verlassen der Ranch noch andere Gespräche mit Herrn Jackson geführt, von denen Sie uns nicht erzählt haben? Antworten Sie einfach nur mit Ja oder Nein. Ja, ja. Okay. Und welche Themen aus diesem Gespräch mit Herrn Jackson haben Sie uns in Ihrer Zeugenaussage bisher vorenthalten? Einmal sagte Michael, also ich, mein Bruder und Aldo saßen auf dem Bett und Michael sagte uns, wir dürften niemand etwas davon erzählen. Auch nicht, wenn man uns mal eine Pistole an den Kopf hält. Hat er gesagt, wieso? Nein. Im Verhör mit Verteidiger Thomas Mesereau sagte Star Arvizo den Geschworenen, dass er und sein Bruder Zugang zu jedem Bereich des Hauses hatten, scheinbar ohne Grenzen. Sie sagten, Sie hätten einen Sicherheitscode von den Wachen auf Neverland bekommen? Ja. Welchen Code haben Sie von den Wachen auf Neverland bekommen? Den Hauptcode. Wissen Sie, welche Wache Ihnen den gegeben hatte? Nein, weiß ich nicht mehr. Und wie lautet der Hauptcode? 1849. Und was kann der? Damit kann man alle Türen auf Neverland öffnen. Alle Türen auf Neverland? Ja. Das heißt, jede Tür in jedem Zimmer? Ja. Und konnte man damit auch in das Schlafzimmer von Michaels Kindern? Ja. Sie waren auch in diesem Zimmer? Ja. Sie waren in beiden Zimmern? Ja. Sie waren oft in den Schlafzimmern der beiden Kinder, nicht wahr? Ja. Und Sie waren auch noch in anderen Räumen im Hauptgebäude? Ja. In welchen anderen Zimmern waren Sie noch? In Michaels Zimmer und in den Zimmern von Prince und Paris. Ich glaube, das waren die Türen, und noch die beiden Türen, durch die man ins Hauptgebäude kommt. Im Verhör mit der Verteidigung blieb der Junge völlig gelassen und sprach dabei mit leiser und monotoner Stimme, die im Saal oftmals nicht überall zu hören war. Euer Ehren, wir können den Zeugen nicht richtig verstehen. Wenn er ein bisschen lauter sprechen könnte. Die anderen scheinen ihn zu verstehen. Manchmal nicht. Die Zuschauer nicken alle. Stimmt. Stimmt. Danke, wir können nichts hören. Wir können nichts hören. Der Junge behauptet, er habe zweimal Jacksons zweigeschossiges Schlafzimmer betreten und ihn dabei erwischt, als er seinen Bruder sexuell belästigte. Dieser erholte sich zu jener Zeit von seiner Krebserkrankung. Thomas Mesereau erwiderte, dass das Schlafzimmer mit einer Alarmanlage ausgestattet war, die Jackson vor einem Eindringling gewarnt hätte. Sie haben angeblich zweimal gesehen, wie Michael Jackson Ihren Bruder im Bett berührte. Da ist doch der Alarm losgegangen, oder? Ja. Herr Arvizo, gibt es in dem Durchgang noch ein weiteres Alarmsystem? Welcher Durchgang? Der Durchgang, der in das Zimmer von Herrn Jackson führt. Wenn man diesen Durchgang betritt, geht doch der Alarm los, oder? Ja. Und wenn man versucht, nach oben in das Schlafzimmer von Michael Jackson zu kommen, gibt es dann noch ein Alarmsystem? Nein. Haben Sie von einem Alarm gehört, der losgeht, wenn man Michael Jacksons Zimmer betritt? Nein. Okay, Sie wissen, dass man den Alarm oben im Schlafzimmer von Michael Jackson hören kann, oder? Wenn die Türen offen sind. Bitte? Wenn die Türen offen sind. Der Zweck der Übung ist doch, dass Michael Jackson, wenn er oben ist, weiß, wenn jemand diesen Durchgang betritt, oder? Ich erhebe Einspruch, der Zeuge soll zu Spekulationen geführt werden. Stattgegeben. Herr Arvizo, hat Herr Jackson Ihnen je gesagt, dass das Alarmsystem losgeht, damit er weiß, ob jemand sein Schlafzimmer betritt? Nein.
Sie wussten das also nicht? Nein. Verteidiger Thomas Mesereau lenkte die Aufmerksamkeit auf die offensichtlichen Ungereimtheiten in Star-Avisos Erinnerung der Ereignisse, ganz besonders was die Vorgänge in Michael Jacksons Schlafzimmer anging. Sie haben dem Psychologen Stanley Katz doch beschrieben, was angeblich in Michael Jacksons Schlafzimmer passiert ist, oder? Ja. Und stimmt es, dass Sie dabei jedes Mal eine andere Beschreibung abgegeben haben? Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Tja, Sie haben unterschiedliche Aussagen zu Michael Jacksons Bekleidung gemacht, oder? Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Und Sie haben unterschiedliche Aussagen dazu gemacht, was Gavin angeblich getragen hat. Ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Sie haben unterschiedliche Aussagen dazu gemacht, was Michael Jackson angeblich im Schlafzimmer getan hat. Nein. Manchmal haben Sie gesagt, dass Michael Jackson seine Hand oben auf die Unterhose Ihres Bruders gelegt hat. Ich kann mich nicht daran erinnern. Und dann haben Sie behauptet, er habe seine Hand in seine Unterhose gesteckt. Ja. Und manchmal haben Sie aber auch behauptet, Ihr Bruder habe ein Pyjama getragen. Ja. Dann wieder haben Sie behauptet, Ihr Bruder habe eine Unterhose getragen. Ich weiß nicht mehr. Und manchmal haben Sie gesagt, dass Michael ihn an den Hintern und nicht in den Schritt gefasst hat. Wann war das? Als Sie befragt wurden, oder? Worüber? Über das, was Michael Jackson angeblich im Schlafzimmer getan hat. Ich habe nie gesagt, dass er seinen Hintern berührt hat. Haben Sie je jemandem gesagt, dass Michael Jackson im Bett Ihrem Bruder am Hintern rumgefummelt hat? Nein. Das haben Sie nie gesagt? Nein. Auch nicht dem Herrn Katz? Nein. Den Sheriffs auch nicht? Nein. Und den Geschworenen auch nicht? Nein. Thomas Mesereau scheint entschlossen, die Aviso-Jungs als Marionetten einer dominierenden Mutter darzustellen, die bereits in der Vergangenheit Missbrauchsanschuldigungen zu ihrem Vorteil benutzt hat. Mesereau konzentrierte sich erneut auf ein vorheriges Gerichtsverfahren zwischen Frau Aviso und der amerikanischen Einkaufskette JCPenney. Aviso erzielte dabei einen außergerichtlichen Schadenersatz, nachdem sie behauptet hatte, von einem Wächtergrupp behandelt worden zu sein. Haben Sie an diesem Tag bei JCPenney gemodelt? An welchem Tag? An dem Tag, als das auf dem Parkplatz passierte? Nein, das war lange vorher. Aber Sie haben unter Eid ausgesagt, dass Sie dort als Model arbeiten würden. Nein, ich war Jahre vorher zum Modeln da. Wir haben nur auf das Ende des Bewerbungsgesprächs meiner Mutter gewartet. Berichtigen Sie mich bitte, aber haben Sie nicht unter Eid ausgesagt, dass Sie an diesem Tag dort als Model arbeiten sollten? Nicht an diesem Tag. Wir waren früher mal zum Modeln da, nicht bei diesem JCPenney. Haben Sie schon mal als Model gearbeitet? Ja. Wann war das? Vor vielen Jahren, als wir noch klein waren. Vor vielen Jahren, da waren wir noch klein. Sie haben unter Eid ausgesagt, dass Ihr Bruder Gavin unbezahlte Kleidungsstücke auf den Parkplatz mitgenommen hätte. Ich weiß nicht mehr. Sie können sich nicht daran erinnern? Nein, das ist zu lange her. Hat Ihnen jemand geraten, meine Fragen auf diese Weise zu beantworten? Nein. Hat Ihnen jemand geraten, den Satz, ich kann mich nicht erinnern, auf meine Fragen zu ändern? Wenn ich mich nicht erinnere, kann ich nichts machen. Okay. Erinnern Sie sich, wie Sie unter Eid ausgesagt haben, dass Ihr Bruder mit unbezahlten Kleidungsstücken auf den Parkplatz kam, um Ihren Vater dazu zu bringen, sie zu kaufen? Ich weiß nicht mehr. Die Verteidigung scheint das Bild einer Familie darstellen zu wollen, die vor dem Prozess stark beeinflusst worden war. Star Aviso sollte detaillierter über die JCPenney-Angelegenheit und seinen Bruder sprechen. Gut. Sie haben gesagt, dass Gavin nicht stehlen würde, weil er Priester werden wollte, nicht wahr? Ich kann mich nicht daran erinnern. Sie sagten, er wollte Priester und Comedian werden. Ich kann mich nicht daran erinnern. Hat Sie jemand gebeten, das zu sagen? Wissen Sie das noch? Nein. Bevor Sie unter Eid aussagten, hat Ihnen ja jemand gesagt, dass, wenn man Sie fragte, ob Gavin stahl, Sie sagen sollten, nein, er will Priester und Comedian werden. In dem Zusammenhang erinnere ich mich an nichts. Darf ich Ihr Gedächtnis auffrischen, indem ich Ihnen noch eine Seite zeige? Ja. Darf ich vortreten, Euer Ehren? Ja. Haben Sie einen Blick auf die Seite werfen können? Ja. Können Sie sich jetzt daran erinnern, was Sie gesagt haben? Ein bisschen, und ja. Haben Sie gesagt, dass Gavin Priester und Comedian werden wollte, wenn er groß ist? Ja. Und Sie sagten, er würde nicht stehlen, oder? Ja. Okay. Es hat Sie aber niemand angewiesen, das unter Eid auszusagen, oder? Wie bitte? Können Sie das wiederholen? Ja. Es hat Ihnen niemand gesagt, dass Sie diese Aussage treffen sollten, bevor Sie vereidigt wurden, oder? Ja. Star Aviso wurde weiter über den JCPenney-Fall befragt und gestand im Verhör mit Verteidiger Thomas Mesereau, dass er unter Eid gelogen hatte.
Und haben Sie nicht unter Eid ausgesagt, dass Ihre Eltern sich nie streiten würden? Ja. Stimmte das? Ich weiß nicht, manchmal. Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden. Moment, ich formuliere das neu. Als Sie im Jahr 2000 im Rahmen des JCPenney-Falls unter Eid aussagten, dass Ihre Eltern sich nie streiten würden, haben Sie da die Wahrheit gesagt? Nein. Hat Ihnen jemand gesagt, dass Sie dabei lügen sollten? Ich weiß nicht mehr. Das wissen Sie nicht mehr? Nein, das ist schon sehr lange her. Sehen Sie gleich, Star Aviso wurde von Thomas Mesereau in die Falle gelockt, als er ihn über Jacksons Herrenmagazinsammlung befragte. Willkommen zurück in Kalifornien und bei unserer Rekonstruktion des Michael Jackson-Prozesses. Heute saß erneut Star Aviso im Zeugenstand, der einzige, der behauptet, die sexuelle Belästigung gesehen zu haben. Jacksons Verteidiger versuchte weiterhin, Ungereimtheiten in Stars Aussage zu finden. Er befragte ihn zu den Ereignissen auf einem Flug von Miami, als Jackson seinem Kläger Gavin Aviso Alkohol angeboten haben soll. Übrigens. Wissen Sie noch, wie Sie den Geschworenen gestern erzählt haben, dass Sie im Flugzeug einen roten Farbkreis auf der Getränkedose von Michael Jackson gesehen haben? Ja. Der Polizei haben Sie das auch mal erzählt, oder? Glaube ich zumindest. Sie haben der Polizei auch erzählt, dass Sie Weißwein darin gesehen haben, oder? Wann? Als Sie der Polizei sagten, dass ein roter Farbkreis auf der Dose gewesen wäre, haben Sie auch gesagt, dass Sie Weißwein darin gesehen hätten. Ich kann mich nicht daran erinnern. Darf ich Ihr Gedächtnis auffrischen, indem ich Ihnen die Mitschrift einer polizeilichen Befragung zeige? Sicher. Darf ich Vortritt neu ehren? Ja. Entschuldigung, welche Seite? Die Dame hat sich vielleicht verhört. Entschuldigung, wie war das bitte? Ich habe nie in die Dose gesehen. Sie sagten, die Dame habe sich vielleicht verhört? Ich weiß nicht, wie sie hieß. Die Gerichtsschreiberin? Ja. Sie glauben, die Gerichtsschreiberin habe sich vertan? Ja. Sie haben es selbst gesehen. Sie haben der Polizei von einem roten Kreis auf der Dose erzählt und hineingeschaut und Weißwein darin gesehen, oder? Das steht doch da so, oder? Ja. Aber Sie wollen den Geschworenen weismachen, die Gerichtsschreiberin habe sich vertan? Ja. Die Verteidigung behauptet, dass die beiden Brüder sich auf Neverland frei bewegen konnten und Sicherheitscodes benutzt hätten, um in einigen Räumen an Alkohol zu gelangen. Star Aviso, haben Sie selbst diese Codes verwendet, um während der Abwesenheit von Michael Jackson in diverse Zimmer auf Neverland zu gelangen? Nein, nein. Sie meinen... Wir haben die Codes erst kurz nach der Reise nach Miami bekommen. Vorher kannten wir sie nicht. Erinnern Sie sich, wie Sie im Weinkeller erwischt... Der Weinkeller hat kein Kombinationsschloss. Wurden Sie mal im Weinkeller beim Weintrinken erwischt, als Michael Jackson nicht da war? Nein. Das ist nie passiert? Der ist immer verschlossen und immer. Man braucht einen richtigen Schlüssel. Es gibt da kein Kombinationsschloss. Ich wiederhole meine Frage. Wurden Sie mal im Weinkeller beim Weintrinken mit Gavin erwischt, als Michael Jackson nicht da war? Nein. Sie sagen, das wäre nie passiert? Ja. Erinnern Sie sich, ob Sie an einem anderen Ort auf Neverland beim Weintrinken erwischt wurden, als Michael Jackson nicht da war? Nein. Okay, das ist nie passiert? Nie. Star erkannte ein Herrenmagazin namens Barely Legal wieder, das Jackson ihm und seinem Bruder gezeigt hatte. Doch er war bereits von Mesereau in die Falle gelockt worden, da jene Ausgabe von August 2003 stammte. Das war bereits einige Monate nachdem er und seine Familie Neverland für immer verlassen hatten. Okay. Was Sie da gerade sehen, ist, oder scheint es zu sein, ein schwarzer Aktenkoffer mit Herrenmagazin. Ja. Und auf dem ersten steht Barely Legal. Können Sie das erkennen? Ja. Und das scheint eine blonde Frau zu sein, die ihr Hemd hochzieht, oder? Ja. Und das scheint eine blonde Frau zu sein, die ihre Brüste zeigt, oder? Ja. Und sie scheint eine dunkle, kurze Hose zu tragen, oder? Ja. Vor Ihrer gestrigen Aussage haben Sie sich dieses Foto mit Staatsanwalt Snedden angesehen, oder? Ja. Sie sagten ihm danach, das wären die Zeitschriften, die Sie auf Neverland gesehen hätten, oder? Ja. Sie sagten ihm außerdem, dass Michael Jackson Ihnen diese Magazine gezeigt hätte, oder? Ja. Michael Jackson hat Ihnen diese Ausgabe von Barely Legal nie gezeigt, oder? Was? Michael Jackson hat Ihnen diese Ausgabe von Barely Legal nie gezeigt, oder? Hat er wohl. Ach ja? Ja. Na ja, Star, haben Sie sich mal das Erscheinungsdatum angesehen? Das ist August 2003, oder? Ich habe nie gesagt, dass das genau diese Zeitschrift war.
Ihre Familie hat Neverland aber viele Monate vorher verlassen, stimmt's? Ich sage Ihnen, das war nicht genau das Heft, das er uns gezeigt hat. Das hat sich gestern aber ganz anders angehört. Und heute haben Sie auch was anderes gesagt, oder? Euer Ehren, das ist eine Suggestivbemerkung. Stattgegeben. Als Sie den Geschworenen gestern sagten, dass Michael Jackson Ihnen die Zeitschrift Barely Legal zeigte, haben Sie nicht die Wahrheit gesagt, oder? Ich sagte, dass er uns Barely Legal gezeigt hat. Ich habe nicht gesagt, dass er uns diese Ausgabe gezeigt hat. Er hat uns diese Magazine gezeigt. Sie haben den Geschworenen gestern gesagt, dass Michael Ihnen genau das Magazin gezeigt hat, das auch auf dem Foto zu sehen ist, oder? Nein, ich habe gesagt, dass er uns diese Art von Zeitschriften gezeigt hat. Haben Sie vor den Geschworenen ausgesagt, Sie hätten diese Magazine gesehen? Nein, ich sagte, ich habe diese Art von Magazinen gesehen. Okay, Mr. Aviso. Ja? Sie haben Herrn Snedden ganz unmissverständlich gesagt, dass Sie diese Magazine gesehen haben, oder? Ich sagte, dass ich diese Art von Magazinen sah. Okay. Haben Sie je zuvor in Ihrem Leben Herrenmagazine gesehen, bevor Sie ihm Michael Jackson gezeigt haben soll? Nein. Niemals? Naja, ich war ja erst 11 oder 12. Wurden Sie bei der Lektüre der Herrenmagazine auf Neverland nicht erwischt? Ich sagte nein. Niemand hat Sie und Ihren Bruder je bei der Lektüre von Herrenmagazinen auf Neverland erwischt? Nie. Okay. Sie bestehen also auf Ihrer Aussage, Sie und Ihr Bruder hätten sich niemals bis zu Ihrer Zeit auf Neverland Herrenmagazine angesehen? Ja. Mesereau behauptet ebenfalls, die Jungen hätten sich auf einer Pornoseite im Internet angemeldet, als sie unbeaufsichtigt bei Jackson herumliefen. Darf ich Ihr Gedächtnis auffrischen, indem ich Ihnen den Bericht zeige? Sicher. Darf ich vortreten, Euer Ehren? Dürfen Sie. Haben Sie einen Blick auf die Seite werfen können? Ja, aber... Aber was? Das habe ich nie gesagt. Das hat einfach jemand so geschrieben. Sie haben der Polizei von Santa Barbara also nie gesagt, dass... Vielleicht, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Sie sagen also, Ihre Aussage steht in einem Bericht und ist falsch? Ich meine, ich kann mich nicht erinnern, es gesagt zu haben. Okay, Star. Sie und Ihr Bruder wurden auf Neverland erwischt, als Sie im Internet surften, als Michael gar nicht da war, oder? Es gibt keine Computer auf Neverland. Ihr Bruder hatte einen. Am Anfang, aber dann ist er kaputt gegangen und wir haben ihn nicht wiederbekommen. Und dann hatte Frank noch einen Computer, aber den hat er überall mit hingenommen. Okay, Sie sind also nie erwischt worden, Nein. Wie Sie sich Pornoseiten auf einem Computer ansahen. Stimmt das? Es gibt keine Computer auf Neverland. Der Junge und seine Familie konnten keine genauen Zeit- und Datumsangaben machen. Darauf ritt Mesereau immer wieder herum. Die Avisos gaben als Grund an, auf Neverland hätte es weder Uhren noch Kalender gegeben und sie hätten deshalb die Zeit völlig vergessen. Die Verteidigung behauptet jedoch, das entspreche einfach nicht der Wahrheit. Sie haben sowas Ähnliches gesagt wie, Michael Jackson hat meine Familie von Uhren und der Zeit ferngehalten. Habe ich das so gesagt? Nein, ob Sie sowas Ähnliches gesagt haben, will ich wissen. Erinnern Sie sich, was Sie dem Sheriff gesagt haben? Nicht genau. Erinnern Sie sich ungefähr an das, was Sie dem Sheriff gesagt Eigentlich haben? Eigentlich nicht. Haben Sie etwas Ähnliches gesagt? Ja. Sagen Sie den Geschworenen, was das war. Ich muss raten, ich weiß das nicht mehr so genau. Den genauen Wortlaut will ich gar nicht wissen. Nur so ganz allgemein. Die haben uns von den Uhren ferngehalten. Wir wussten weder Datum noch Zeit. Aber auf Neverland gibt es doch eine Riesenuhr, oder? Ja, eine Blumenuhr. Und rechts daneben ist noch eine Uhr. Stimmt's? Kann sein. Auf ganz Neverland gibt es Uhren, oder? Ja. Und Sie sind mit Ihren Brüdern überall frei dort rumgelaufen. Ja. Die Sheriffs sollten also glauben, Sie wären mit Ihrer Familie ohne Uhren auf Neverland eingesperrt gewesen. Nein. Deswegen haben Sie doch gelogen. Nein. Wenn es überall Uhren auf Neverland gibt und sogar eine riesen Blumenuhr und Sie mit Ihren Brüdern überall frei rumlaufen konnten, warum haben Sie den Sheriffs gesagt, man hat uns von Uhren ferngehalten? Weil das stimmte. Man hat uns von Uhren ferngehalten. Wir wussten nicht, wie viel Uhr es war. Ihre Mutter hat Ihnen doch gesagt, dass Sie das sagen sollen, oder? Nein. Das war eine Lüge, oder? Nein. Das spricht doch gegen jede Logik, oder? Was meinen Sie damit? Sie wissen nicht, was das bedeutet? Ich weiß, was Logik ist. Überall auf Neverland gibt es Uhren, oder? Nicht überall.
Mr. Rowe kehrte wieder zu seiner Behauptung zurück, die Aviso-Kinder wären von ihrer Mutter dominiert worden. Es ging dabei um eine Vatertagskarte, die Star-Aviso Michael Jackson geschickt hatte. Sie haben die Karte am Vatertag verschickt, richtig? Sicher, wird wohl so gewesen sein. Sie haben Herrn Jackson Folgendes geschrieben. Du gibst uns auf besondere Weise Kraft. Das habe ich von einer anderen Karte abgeschrieben. Was war das für eine andere Karte? Eine Karte, wo das schon so drauf stand. Wo hatten Sie die Karte her? Wahrscheinlich aus dem Supermarkt oder so. Bitte? Wahrscheinlich aus dem Supermarkt. Okay, Sie haben also eine Karte aus einem Supermarkt genommen und die Worte abgeschrieben. Die Karte lag da so rum. Meine Großmutter hat viele Karten von ihren Enkeln bekommen. Sie schrieben, Michael, du bist was ganz Besonderes für uns. Ja. Wir sind dir mit unserer Liebe treu ergeben, oder? Ja. Wir lieben dich bedingungslos, unendlich und über die Ewigkeit hinaus, oder? Ja. Und sie sagten, danke, Michael, du bist unsere Familie, oder? Ja. Dein Pusteloch Star Aviso, richtig? Ja. Diese Worte hat Ihnen aber niemand diktiert, oder? Nein, das war vor der ganzen Geschichte. Vor welcher ganzen Geschichte, Star? Vor der Reise nach Miami und bevor wir die Ranch verließen. Sie sagen also, dass Sie und Ihre Familie Michael vor der Reise nach Miami immer als Daddy bezeichneten, der einem Kraft gibt? Wir hatten zu der Zeit keinen durchgehenden Kontakt zu Michael. Und warum haben Sie ihm dann so eine Karte geschrieben? Wahrscheinlich, als wir von Neverland nach Hause fuhren. Ich weiß nicht, ich war sehr klein, als ich die Karte schrieb. Ihre Mutter bat Sie, das zu schreiben, nicht wahr? Nein. Ihre Mutter hat Sie nie gebeten, das für Michael zu schreiben? Nein. Ihre Mutter, wie alt waren Sie wohl, als Sie die Karte schrieben? Tja, vielleicht. Ich weiß nicht. Kommen Sie, wie alt waren Sie da wohl? 10, 9? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Michael Jacksons Verteidiger Thomas Mesereau konnte einige Punkte für sich verbuchen, indem er Ungereimtheiten in Star Avisos Aussage aufdeckte. Seien Sie auch morgen wieder beim Kreuzverhör mit ihm dabei. Dann wird sein Bruder Gavin, Jacksons Kläger, in den Zeugenstand treten. Das war's erstmal vom Schauplatz unserer Michael Jackson-Rekonstruktion in Kalifornien. Auf Wiedersehen. Goodbye.